Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Eine neue Folge Obscurity, die letzte Folge dieser Aufnahmesession. Ja, mit Rathamon und Link. Hallo. Schön. Da ist noch 4-3-fache, dann bin ich fertig. Ich habe mir jetzt extra rund noch eine kleine Crafting-CPU hingestellt, damit ich meine eigenen Sachen craften kann. Ich bin jetzt gleich fertig. Dann machst du sowas. Es gibt zwei verschiedene Lexika Botanica, die heißen beide gleich. Das eine ist, Creative. Wo schon alles drin steht. Nein, das eine ist doch die Version, wenn du die durch dieses Alfheim-Portal schmeißt, oder? Ja, genau. Und das eine ist halt Creative, wo schon die ganzen Sachen drin stehen. Kriegst du nur was Creative. Achso. Okay, verstehe. Dir verstehe. Das ist gelogen, das tust du gar nicht. Doch? Oh, fertig. Hab ich wohl. So, jetzt nehmen wir die 4 hier raus. Hab ich wohl verstanden. Okay, ja, ich glaub's dir. Gut. Nicht. Du brauchst die CPU nicht mehr, weil ich habe jetzt gerade die große genommen, ne? Ich brauch die jetzt gerade nicht nehmen. Gut. Ich gehe jetzt hier gerade langsam zu meiner Kiste. Wenn man mit 1 so einen Stein langsam ist, müsste man mit 4 so Steinen sich doch gar nicht mehr bewegen können, oder? Das macht keinen Unterschied. So. Die Soul Fragments kriegt man übrigens normal nur, wenn man ein Leben für immer opfert. Heißt, du hast dann noch 9 Herzen. Warum haben wir kein Soul Fragment? Hat jemand jetzt wissen hat. Wir. Das musst du von Hand reinlegen. Das ist kein. Das ist nicht. Hä? Ich kann keine Gießkanne herstellen. Sag mir nicht, ich habe alles umsonst gemacht. Sachen gibt's. Soul Fragment. Hab der Quest abgeschlossen. Das ist ein anderes. Das ist ein anderes Seelenfragment. Ja, ist gut. Das ist um das Herz wiederzukriegen. Das sind die Creative-Dinger. Musst du schon als craften. Die ist ja nicht teuer. Brauchst nur. Fuck. Was brauche ich denn dafür? Teuer. Wie craft ich das denn? Wie craft ich das scheiß Ding? Ja, dafür brauchst du erstmal so dieses Ritual-Ding, um diese Unstable Ingots zu machen. Hier, das hier. Was? Wo? Wie? Das hier, damit musst du diese Unstable Ingots machen. Das, wo mir ein Zaubertisch die lila Erde mitmacht. Ja, dann mach das jetzt mal. Mach jetzt ein Seelfragment. Ich habe die ganze Kabelzone hergestellt. Ja. Enchanting Table. Ich habe 7 Folgen nichts anderes gemacht. Ich muss nur schauen. Moment, ich brauche einen Redstone. Kommst du mit? Ja. 6, 7, 8. So. Warte, wenn wir rausgehen, nehme ich das Schwert mit. Ich weiß noch nicht, wie das hier mit Mitternacht ist. Oh, wir brauchen auch Erde, stimmt. Wow. Wieso falle ich runter? Wer hat denn diesen Modus von dem Jetpack umgestellt? Mit C. Ach, das war die Julia, ne? Musste ich doch umstellen. Ja, weil wir mit dem Ding geflogen sind, mit dem Glanz. Ja, ja, ja. Alles cool. Okay, nochmal. Hauptsache, du machst Tür hinter dir zu, weißt du, wo ich... Mystisch. Jetzt erstmal alle aus. Achso, hier. Hier willst du hin? Oder was? Ja. Da stelle ich jetzt den hin. Ah, ja. Das heißt, ich gehe jetzt einfach auf die Wiese und pack den Blumendünger dahin und baue die Blumen ab und dann heißt es irgendwann, ich hab die alle, okay. 8. Hallo Creeper. Too early must be made at midnight. Wo willst du denn hier raus, wenn wir viel Uhr haben? Ja, hier gibt's keine Uhrzeit. Das heißt, wir können das niemals machen, oder was? Ich bin gerade überlegen, wie wir das jetzt hier hinbringen. Irgendwie muss es ja möglich sein. Ja. Ich muss jetzt so lange Pflanzendünger verteilen, bis ich alle Blumen in der Quest habe. Boah, Kiste, geh mal weg, das tut weh da. Kiste mitnehmen, Kiste nervt gerade. Also, wir brauchen ein ätherisches Schwert, oder was? Ja, dafür brauchen wir 2 Unstable Ingots. Kann man die vielleicht anders craften hier noch? Nee. Die Orange brauche ich auf alle Fälle. Ah ja, da sind ja schon welche. Oh, eine Enderlilie aus. Also hier steht Eisenbarren,
Teilungssiegel und Diamant. Ja, und genau das haben wir nicht. Wir haben nur das Inaktive. Ach, wir müssen das Teilungssiegel erst aktivieren. Ja. 5 brauche ich, genau. Das können wir nicht, weil wir nicht Mitternacht haben. Ja, und hier gibt's keine Uhrzeit. Das heißt, das können wir eigentlich nur auf der echten Welt und dann wäre ja schon fertig, was eigentlich keinen Sinn macht. Richtig. Was macht ihr denn? Wir versuchen, ein Seelenfragment herzustellen. Ah, okay. Ich pflanze Blumen. Heißt, wir müssten uns das eigentlich cheaten, weil eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, oder? Es muss eine Möglichkeit geben. Alter, von wo schießt denn hier ein Skelett? Ach, von da hinten. Er ist ein Creep. Moment, hier ist ein Zombie und ein Skelett gerade einfach in unserer Base aufgetaucht. Ja, ja. Schon öfter gesehen. Oh, okay. Ich habe gerade mal so im Forum nachgeschaut und da steht, dass es für eine Quest ist, das Reward gibt ein aktiviertes. War im zweiten. Bei welchen? Ja, wir müssen eigentlich welche haben. Ich sag bloß, da liegen einfach welche im ME und ich war so blöd, die zu sehen. Shit! Jetpack ist leer! Jetpack leer! Aha! Nee. Ich gucke nach, brauchst du nicht. Innenstab. Nein, da liegen nicht 6 Stück drin. Was? Von was? Von den Ingots oder was? Nein, oder? Von den aktivierten. Aktivierten. Ich nehme mal einen raus, dann craft ich selber. Ich hab schon gesehen, wie es geht. Du brauchst einen normalen Crafting Table, das funktioniert nur in Vanilla Crafting Table. Ja, ich will nur gerade gucken, wie das sehen. In Vanilla Crafting Table, also auch, ja. auch nicht die Tinkers. Nein, ich stell dir mal einen hin. Wir brauchen einen normalen Crafting Table, mein Gott, dass ich sowas noch erleben darf hier. Oh, mitten im Raum natürlich. So, Seelenfragment. Ich liebe Seelen. Ist doch klar, dass ich das selber crafte. So, dann brauchen wir hier dieses Ding. Und dann brauchen wir dafür. Ach, ich brauche Eisen und Diamant natürlich. Ich wir brauchen davon 2, ne? 2. Also ich brauche Irone 2 und Diamant 2. Hier liegen gerade 2 für den Zaubertisch, den du gecraftet hast, den wir nicht brauchten. Doch. Nee, nicht du. Ja. Ist nicht schlimm. So, warte mal. 2 Diamanten unten, 2 Eisen oben. Dann kriegen wir... Und ich warte nur drauf, bis er explodiert. Ja, ich hab die jetzt schon in der Hand. Die explodiert in 2 Sekunden. Jetzt bin ich tot. Ah, das erste Mal. Ich wollte es gerade mal wegschmeißen. Warum ist der jetzt explodiert? Wenn du es wegwirfst, explodierst du auch instant. Dieses Chatpack-Dingens. Warte. Rather ist gestorben. Ja. Deshalb habe ich es ihm nicht gesagt. Nein. Ich wusste ja, dass sie explodiert, aber muss ich da schnell genug craften, oder was? Ja, muss einfach nur schnell sein. Ich bin übrigens in der Außenwelt und ich weiß nicht, wie ich jetzt hier hinkomme. Ja, ich bin rechtsklick auf das Portal. Welches Portal? Hier ist kein Portal. Doch, neben dem Wasser sind doch die Portale. Achso, einfach rechtsklick drauf, okay. Ich habe übrigens meine Angel, habe ich immer noch. Und jetzt muss ich einfach runterspringen, links oder rechts von diesem Block? Egal. Sagst du einfach. Einfach das Wasser treffen. Ach du Scheiße. Hi. Muss ich schnell genug sein, oder was? Hast du gesagt? Ja. Toll, es sind 2... Die Angel hat Soulbound. Ja, die habe ich noch. Das Wichtigste. Ja. Ja, ich habe auch einen Soulbound. Geht weg von mir, ich brauche meine Items. Okay. Hast du ein Obsidian schon im Inventar? Nee, nehme ich mir jetzt gleich. Ich habe 2 Barren kaputt gemacht, super. Ja, Hauptsache du bist gestorben. Wurde aber auch endlich mal Zeit. So, warte, ich hänge auch meinen Kopf auf. Du hast, glaube ich, 8 Sekunden. Und ja, hab ich gesehen. Ich hab's gesehen, wie es runterlief. Ja, du kannst es auch nicht mit Schiff Fragezeichen reinklicken. Das Rezept musst du wirklich komplett von Hand reinlegen. Ja, ist ja egal, ist ja nicht das Problem. Ja, das ist noch einfach, das Rezept. Schwierig wird's dann, wenn du mit 9 Barren einen Block craften musst. Da musst du dann echt schnell sein. Ich hatte einen Ring irgendwo an, kann das sein? Aha, ein Gürtel. Also. Ja, dann leg mal los. Ich muss immer jetzt. Ich stell mich wieder in meine Ecke und warte. Ja, easy. Iron baue ich 2 Stück. Ich habe 2 Dias. Dia. 2 Stück. Und ein Obsidian brauche ich. Obsidian haben wir auch da drin wahrscheinlich, ne?
hoffe ich. Ob sie. Baut immer schon mal einen Autonomous Activator, weil der benutzt das Ding dann. Wo baue ich ihn? Wo kann ich mich denn austoben? Hier, wo habe ich einen Platz für mich? Wie viel Platz werde ich denn brauchen für das Botanik-Gedönsdings? Einiges. Ja. Du wirst viel Erde und sowas brauchen. Bau dir am besten mal einen neuen Raum, vielleicht nichts. So. So, jetzt okay. Einfach hoch anbauen. Macht bitte nichts, was laggen könnte. Und, boom. Warte ab. Boom. Wer stirbt der? Warte. Jetzt machst du damit Rechtsklick, oder? Nicht? Achso, nee, du musst einmal in den Inventar legen und craften, glaube ich. Was denn, mit was zusammen? Einfach nur das Schwert, dann müsste so ein Soulfrog mit rauskommen. Ah, dann verliere ich ein Leben, ne? Ja. Dann bin ich auch, sterbe ich dann oder zählt das nur als... Nee, stirb's nicht. Und dann ist das Schwert aber auch weg, oder? Geil. Ich glaube ja. Ja, viel gemischt, minus 10% maximalen Health. Ja, du hast jetzt ein Leben weniger, ne? Wie ein Leben weniger? Ja, das füllt sich ja auch nicht mehr auf, das ist ja komplett weg. Ach so, ein Herz? Von den Herzen. Ja. Geil. Ja, ich habe aber schon zwei mehr gehabt, ist ja kein Problem. Ja, ist einfach das hier. Rechtsklick. Ah, toll. Ach, du hast den so einen Container gebaut? Kriegst du nur über Creative normal. So, aber wir haben ja nämlich davon. Kann ich. Ja, jetzt mach ich's endlich, mach ich's wahr. Und einfach nur, weil ich das Feld schneller wachsen lassen will. Ups. Ah, du bist ja wohl. Was hat er denn jetzt Pisser, gemacht? Ey. So, ich hab die Gießkanne. Die Gießkanne der Macht. Schnell, hoch. Mhm. Jetzt, wo rein in die Maschine da, oder was? Stell dir die Maschine mal hier hin. Was ist das für eine Maschine? Gießkanne. Der macht okay, was ist denn die Gießkanne, an der er da jetzt die ganze Zeit... Wohin denn? Aber ich stelle einfach da so. Die braucht Strom, der automatische Activator. Ja, bin ich gerade dabei. Du, was ist denn die Gießkanne, an der ihr da jetzt die ganze Zeit gearbeitet habt? Damit mein Feld schneller wächst, weil ich so viele Samen brauche. Und dafür musst du so lange arbeiten? Ja. Was? Gießkanne ist aber auch echt schnell wachsen. Und die hat einen Mega-Radius. Ja, also das würde ich auch hoffen bei so viel, was die gekostet hat. Die hat mir sogar ein Leben gekostet. Ja. Mhm. Das hast du über die Creative-Dinger noch wiederbekommen. Die haben wir durch eine Quest mal bekommen. So, ich leg die Strom hier hoch. Aber ich bin einmal gestorben. Das reicht aus sich. Ich finde das super, dass du endlich mal gestorben bist. Eben, siehst du, wo ist ja. Oh, es weg. Boah, wie schnell wächst denn das? Er macht schon wieder alles kaputt. Und springt direkt ein Zombie mit, der noch mehr kaputt macht. Geil. Na, ist ja nicht schlimm. Das wächst ja sowieso alles ja nach wie Hulle hier. Ist wieder zugemacht? Ja. Ja. Muss jetzt nur noch hier ein paar Äxte oder einen Trichter. Ach, hast du schon aufgefüllt. Mach nur Äxte eigentlich rein, oder? Nee, die brauchen nur genau das andere. Äxte braucht er gar nicht. Doch, okay. Nee, zum Abenden macht er nicht mit Äxten. Okay. Was macht er mit denen? Alter, das wächst echt schnell. Und die hat halt echt einen Riesenradius. Alter, wie schnell wächst das, ey? Guck dir das an. Ja, die Gießkanne ist OP. Ja, aber ohne. Musst du das dann mal angucken? Wo seid ihr denn? Ganz da? Oben, ganz oben. Aber ohne wäre das ja auch fast nicht möglich, ne? Ja. Sag ich mal so. So, Moment. Du bist jetzt bei Bienen. Mal schauen, wie schnell die Quest jetzt hochgeht. Überhaupt nicht. Doch, nee. Ganz doch, langsam. Ja, weil der unten nicht so schnell die Samen wahrscheinlich verbrauchen kann, wie der hier oben die Samen anpflanzt. Mhm. Boah, wie krass das aussieht. Echt schnell. Wird wahrscheinlich noch nicht so gut wie voll sein. Na, zwei Stacks, okay. Ja, so wie voll ist ja ein bisschen übertrieben, aber der ist halt nicht schneller. Dann müsste ich ein Speed-Up Trajectory oder sowas reinpacken. Es gibt hier, glaube ich, gar keine Speed-Upgrades. Ja, dann lassen wir es halt laufen. Oh, 11%, yay! Bis zum nächsten Mal ist es fertig. Ja, ich denke auch. Und wir haben wahrscheinlich alles übergelaufen mit irgendwelchen Broten. Also Hunger brauchen wir nicht mehr leiden. Ja, ich trinke momentan den Saft. Ich mag den total gerne. Der füllt voll viel auf. Der Weizensaft? Man nennt es auch Bier. Nee. Witzigerweise ist es nicht mehr sowas. Das Wasser füllt sich auch. Die Quest. Ja, das dauert halt auch noch, ne? Corey arbeitet wieder. Hier wird es wieder langsam auffallen. Ich gucke jetzt nur den Feld dazu. Das ist so super. Das hat sich doch gelohnt. Na, du hast deinen Vor Spaß, allem, ist doch schön. Wenn du mal die Gießkanne rausnimmst. Nein, mach's nicht! Oh doch, Gott! Nimm die mal raus. Und mach mal hier in die Mitte vom Feld rechtsklick. Und schau mal, was sie für eine Range hat. Du hast die Gießkanne. Ich hab sie da hingeworfen. Wow! Du siehst, wie groß die Range von der ist? Ja. Die ist größer als das Feld hier. Ja. Also. Lässt sich noch was mitmachen dann. Die normalen Gießkannen würden auch sofort kaputt gehen, wenn du den in so eine Maschine legst. Okay. Deshalb ist die auch so teuer, weil man die halt in der Maschine legen kann. Das ist eigentlich Endgame-Zeug. Ja, dann haben wir unser erstes Endgame-Ding, ist doch gut. Ich hoffe, die verbraucht nicht so viel Strom. Was? Die Maschine hier? Ja, kaum was, oder?
So gut wie gar nichts. Okay. Ja, 0 RF pro Tick im Moment. Wenn du das ganze Zeug jetzt verbessert hast schon, kann man dann jetzt doch eventuell schon... Warum wächst es jetzt noch so langsam? Was willst du machen? Weil gerade nichts am Wachsen war, deswegen. Nee, jetzt wächst gerade extrem langsam, irgendwie. Na egal. Jetzt geht's wieder, musst du anlaufen. Ach, was wolltest du machen? Weil Link ja vorher noch irgendwas verbessert hatte, das hat aber nichts geändert an dem mit dem automatisch Fackeln craften oder so, oder? Nee. Okay. Ich habe vor den Autonomous Activator jetzt erstmal einen Cobblestone-Block gesetzt, dass da nichts mehr wächst. Weil das erntet er sonst immer mit Rechtsklick ab und dann liegt es auf dem Boden. Und stört das? Irgendwann wächst halt. Hm, okay, verstehe. Was war das jetzt für ein Geräusch? Das war das Geräusch, dass wir schon eine Minute fertig sind. Ah, verstehe. Ich muss mal meinen Todespunkt löschen hier, das sieht doof aus. Wie mache ich den weg? Ah, Julia putzt sich einen neuen Raum. Ja. Weil du musst später nur ein Glasdach nochmal reinmachen, weil manche brauchen Sonnenlicht. Wie mache ich den Todespunkt? Ah, weg? Ja, okay. J sind oben die Fahne, Wegpunkte. Was? Fahne? Auf J drücken und dann ist oben eine Fahne, das sind die Wegpunkte. Wegpunkte. Dann mache ich. Erstelle Todespunkt, wo setze ich jetzt weg den Dings? Auf Delete rechts oder löschen, wie auch immer. Zurücksetzen. Rechts gibt's nur, da ja. Kann ich aber nichts machen. Ja. J, Waypoints, hast du rechts? Das ist zwei. J links. Und dann rechts. Was ist rechts? Wenn da hast du deine Waypoint List und dann die zweite Schaltfläche von rechts. Ich klicke oben auf Wegpunkte. Ja? Ja. Dann habe ich da Waypoint Manager aktivieren und erstelle Todespunkte. Maximale okay. Distanz 0. Steht hier noch. Du gehst oben auf Waypoint. J. Ja. Das war J! Warte, wir verarschen. Mach mal zu. Du hast auf die Map gerade erst. Dann ja, ganz mach mal Escape. Ja. Dann kommt das die Map. Er hat sie gerade zum aufgemacht. Ja, das allererste so. Mal. Und dann, wo sind die Todespunkte? Okay, wo? Oben die Fahne. Fahne. Ah. Ah, das finde ich cool, dass ich hier Glas reinpacken muss. Ich wollte nämlich eh nicht so steriles haben. Ja, manche machen aus Sonnenlicht. Wir haben kein Sonnenlicht. Ist mir auch gerade eingefallen. Ah, ich mache trotzdem ein Glas. Ja, da. Wir haben genug Sand. Sehe ich auch so. Und wir haben ja. Schon 1000 Weizen. Ihr habt gesagt, die Folge ist leider vorbei. Oh, ja, fuck. Aber erst seit 2 Minuten. Ach, schade. Wir haben 1000 Weizen. Brother, was hast du getan? Das musst du. Aber machst du bitte den Eingang so, wie die alle Eingänge hier haben? Wie meinst du das? Von der Größe her muss ja eigentlich so sein. Damit er dazu ja, passt. Kannst du gerne machen. Ja, gut. Also gut. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Aufnahme. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.